Menschen. Haha, Chlorgeflüster. Ja? Ich meine, man muss ja trotzdem mal zwischendurch auf Toilette. Und ich habe was entdeckt. Also ich meine, so schöne nette Schilder hier. Ja, und dann noch hier das nette Schild. Kein Trinkwasser. Also, wartet mal, kann man das so sehen? Das kann man gerade so nicht sehen. So, da. Kein Trinkwasser. Ja, das ist auch gut. Denn ich meine, nicht, dass die Leute das trinken und naja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann Helmablage für Leute, die mit dem Motorrad fahren und so. Dann noch eine nette Aufforderung. Bitte nach dem Benutzen des WCs Toilettendeckel schließen. Sowas liebe ich ja. Ne? Also, und Esse geschlossen. Und natürlich, damit es auch wirklich auffällt, Leute. Da noch ein Schild und hier Klodeckel zumachen. Saubere Toilette. Da würde ich mal sagen, juhu, ich habe das beste Klo hier gefunden. Und jedes Klo wird ja natürlich benutzt. Und es gibt etwas Dreck überall. Aber diese Hinweisschilder hier, die haben mich wirklich gerade angelacht. Und da bin ich glücklich drüber. Da, guck mal hier auch. Bei minus 2 Grad, keine Ahnung, wie auch immer, Innenleuchte auslassen. Und die Lampe funktioniert auch, ne? Yeah! Also, waschen darfst du dich vielleicht noch mit dem kleinen, kein Trinkwasser, aber naja, da sind die Geschmäcker auch verschieden. Und alles andere ist super. Und die Schilder erstmal, die Beschilderung hier, also dieses Toilette ist hier zu empfehlen. Ja, wunderbar. Und ich wünsche euch auch natürlich, nicht nur natürlich, ich habe entdeckt, da ist immer nichts mehr Müll drin. Hier gibt es nicht mal Müll, Leute, aber Toilettenpapier ist genug da. So, dazu, so viel dazu. Ich bin fröhlich. Ich war auf diesem wunderschönen Klo und habe den Deckel natürlich zugemacht, weil ich das ja sowieso immer mache. So, und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ciao!